Diese drei Laser sind die Musketiere in der Prostatabehandlung. Der Greenlight Laser hat aufgrund seiner Eigenschaften die Möglichkeit, das Gewebe zu verdampfen. Das ist ein definitiver Vorteil, wenn Patienten beispielsweise aufgrund ihrer Grunderkrankung blutverdünnende Medikamente nehmen, die dann natürlich zu einem hohen Blutungsrisiko führen. Dieses Verdampfen des Gewebes sorgt in dem Moment, in dem das Gewebe verdampft, auch dafür, dass mögliche Blutgefäße, die eröffnet wurden, im gleichen Atemzug verödet werden. Da hat der Greenlight Laser seinen absoluten Vorteil. Der Thulium Laser ist ein neuerer Laser, der vor allen Dingen auf den Kontakt mit dem Prostatagewebe angewiesen ist. Er kann besser schneiden und ermöglicht in diesem direkten Kontakt unter anderem eine etwas bessere Blutungskontrolle. Der Holmium Laser als Schlagschiff unter diesen Lasern ist ein gepulster Laser, der es ermöglicht, das Gewebe auf unterschiedlichste Art und Weise aus seiner Höhle herauszulösen. Und da hat er mit die besten Ergebnisse über die letzten Jahre zeigen können.